Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replaycast. Ja, ich habe eine weitere Serie, allerdings eine kürzere Serie, kein Best of 9, nein, dieses Mal ein Best of 5, soweit ich das gesehen habe. Wir haben ZVT, Terran gegen Zerg hier. Der Zerg in Rot vom Team PsyStorm Gaming, es ist true. Und wir haben hier ein Koreaner-Battle heute, denn True spielt gegen entsprechend einen koreanischen Kollegen vom Team Dead Pixels, es ist Fantasy. Tja, und True war in der Beta schon sehr stark unterwegs, von Fantasy wusste ich jetzt nicht so viel, aber wir werden sehen, was er denn so alles auftreibt. Ja, beide hier gehen in eine schnelle Echse, True Hedge First, Fantasy CC First. Die Position ist eigentlich ein bisschen seltsam, nicht sicher, ob das dahin gehört. Es macht ein bisschen den Eindruck, als würde es noch ein Feld näher hingehören, aber ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, diese hier, diese Minerals blocken einfach, dass man hier nicht näher ranbauen kann. Hier sind, glaube ich, noch zwei grüne Felder, aber der Rest ist einfach blockiert. Könnte ich mir vorstellen, ich müsste es mal nachprüfen. Ja, es kommt die Barracks hier für den Terraner und das erste Gas. Overlords sind hier auf dem Weg. Zwei-Spieler-Karte, heißt True, muss nicht Rätsel raten, wo sein Gegner gespawnt ist. Overlord eiert jetzt hier auf den Highground. Kommt jetzt hier der Terran-Basis näher. Ja, Map hier ist Dusk Towers. Eine Dark Templar-Map vom Artstyle her. Ja, Zerg sammelt hier Gas, geht jetzt hier seine Natural an. Die ist frisch fertig, da kommt eine Queen, da kommen vier Linge hier für True. Möchte jetzt also ein bisschen Kontrolle darüber behalten, was hier so in dem Spiel abgeht. Möchte sich auf einen frühen Reaper vorbereiten. Allerdings hier Fantasy hat überhaupt keinen Plan, einen Reaper zu spielen. Stattdessen pumpt er hier Marines raus, es wird hier schnell in eine Factory gehen. Vermutlich auch ein relativ frühes drittes CC, könnte ich mir hier vorstellen. Da ist ein SV, ja, das setzt doch direkt das dritte CC, das kommt noch hier vor der Factory. Kommt jetzt hier gleich die erste Mule mit dazu. Overlord hier, Nummer 1 ist in Position. Chillt hier über dem Gerümpel rum, währenddessen Zerg zu Hause eiert mit seinen Dingen in der Gegend rum, wartet hier auf den Reaper, aber es kommt eben kein Reaper. Turn geht entsprechend in die Factory, es wird Speed angedrückt hier für die Zerglinge, ist schon bald zur Hälfte durch. Und Turn also hier richtig greedy und Zerg hat überhaupt keine Scouting-Informationen, um das zu bestrafen. True weiß effektiv gar nichts. Nichts. Tja, und das wird ihm später ein bisschen ärgern, weil er ist eben dadurch hinten. Seine dritte kommt jetzt hier verhältnismäßig spät. Einfach im Vergleich zu dem, was der Turn hier betreibt. Zerg spielt hier doch die safere Variante mit dem frühen Speed. Und eben hat ein paar Linge rausgedrückt, das sind eben auch keine Drones. Queens sind hier am Start für Creepspread. Sollte man vielleicht überlegen, hier Creepspread zu setzen, einfach damit die Basen besser verbunden sind. TLO macht das gerne, haben wir in den letzten Spielen schon gesehen. Ja, und Turn hier hat die Factory fertig, hat da den Reaktor dran gesetzt. Baut sich jetzt hier noch ein weiteres Tech Lab und es kommt der Starport mit dazu. Werden also hier vermutlich Heli und Banshee sehen als Kombination. Wenn dessen dritte hier bereits fertig für den Terraner, wird jetzt hier ein OC. Und damit die Terran Economy wird ziemlich hochschießen noch die nächsten paar Minuten. Hier ein Link wird doch mal ausgesendet zum Scouten. Hat jetzt hier Speed mit dabei. Er rennt jetzt hier wie ein Wilder über die Karte. Ja, wird sehen, dass noch keine dritte zwar steht, aber wenn er hier hochgeht, wird er zumindest den Starport sehen. Vielleicht sogar am Rand noch dieses Command Center. Könnte hier vorkommen. Ja, True jetzt hier rennt kurz hoch. Da sind Marines da. Ja, Link möchte so viel mitkriegen wie möglich. Sieht zumindest das Tech Lab hier am Starport. Währenddessen hier zwei Aliens sind an vorderster Front. Chillen hier ein bisschen rum, schauen, ob irgendwas ihnen entgegenkommt. Eigentlich ist das nicht der Fall. True geht jetzt hier in den Roach Warren. Holt nochmal ein paar Drones mehr. Aber er ist im Worker Count eben nicht so weit vorne. Und Terran setzt jetzt hier seine dritte und kann damit dreifache SCVs pumpen. Hat den Triple Mule. Und Marines bewachen hier nach wie vor gemütlich den Eingang. Hellions hier scouten interessanterweise in alle Richtungen, suchen hier nach einer schnellen vierten. Allerdings davon ist nichts da. True hier bleibt in seinen Bases ziemlich ruhig. Erste Banshee kommt hier mit dazu. Cloak kommt mit dazu. Und dann wird es ja ans Harassment gehen für den Terraner. Factory wird hier sogar nochmal umpositioniert. Baut hier sich seinen eigenen Reaktor. Und dessen hier wird vermutlich an die Barracks hinkommen. Denke nicht, dass Fantasy einfach Mech spielt. Es, ja, die Chance ist sehr gering, wenn man eine Doppel-Evolution Chamber Doppel-Ebay stellt. Der Aliens kehren hier nach Hause zurück, haben gesehen, dass da vorne Roaches am Start sind, aber Roaches tun eben gegen Banshees nichts und sagt, es kommen auch weitere Banshees hinterher. Die erste fliegt jetzt hier Richtung Natural. Der Overlord-Spread ist nicht so toll gegen die Banshee. Die Banshee kommt hier schön in einem dunklen Eck durch, kann also ein bisschen
rumpoken hier. Da ist ein Spinecrawler ist niedergestellt. Heißt, keine Detection wirklich möglich. Erste Drone geht hier schon mal dann. Zweite Drone wird hier rausgefokust. Und Shu reagiert hier nur sehr spät. Jetzt hier dritte Drone stoppt auch noch. Benji hier macht sich schon bezahlt so langsam. Da wird nochmal rechtzeitig ein Spinecrawler, beziehungsweise Sporecrawler angefangen, um die Drone zu retten. Währenddessen hier jetzt die Banshee macht weiter in der Natural. Will hier nochmal ein, zwei Drones mitnehmen. Kriegt hier eine. Haut jetzt hier ein bisschen auf die Queen drauf. Könnt ihr vielleicht die Gebäude canceln, wenn sie hier wirklich dran bleibt. Währenddessen Roaches pushen nach vorne. Wir werden jetzt hier gleich auf Hellions treffen. Ja, das ist ein unfairer Kampf, denn Roaches tanken viel zu viel. Nehmen tatsächlich auch ein bisschen Schaden. Aber man sieht ja schon, die Hellions versuchen sich durchzubrennen, aber kaum eine Chance. Reeds kommt jetzt als Unterstützung mit dazu. Dann müssen die Roaches fast wieder umdrehen. Da könnt ihr eine Roach sterben hier. Nein, Turn dreht hier auch wiederum. Währenddessen die Banshee wurde abgezogen, hat hier nochmal einen Sporecrawler gekillt. Und eiert jetzt hier wieder Richtung Dritte. Denn dessen Zerg immer noch keine Vierte am Start. Geht jetzt hier in den Infestation Pit, holt sich 1-1 für die Zerglinge. Und geht ein weiteres Gas. Also True Style, ich finde ein bisschen eigenwillig. Macht jetzt hier nochmal einen 5 Ravager Morph hin. Eigentlich aber da wirklich durchbrechen kann gegen den Haufen hier vom Terraner. Wird ziemlich schwierig, vor allem hier sind Banshees mit am Start und Banshees hier gegen Ravager. Man kann, wenn man auf die Banshees aufpasst, eigentlich ständig den Ravager-Shots ausweichen. True hier versucht das in den Flugweg zu schießen, allerdings kein großer Erfolg dabei. Da weicht hier Fantasy wunderbar aus und jetzt wird hier den ersten Ravager in den Kragen gehen. Vielleicht sogar noch ein zweiter. Ravagers sind nicht die schnellsten Einheiten. Banshees hier an der Verfolgung. Jetzt rennen hier die Dinge dran vorbei, da opfern sich ein paar Dinge, um die Ravager zu retten. Jetzt ist hier alles auf dem Griefsfeld, damit ist die Sache wieder schneller. Vierte wurde gesetzt hier vom Zerg. Es kommt das Banning Nest. Es kommen hier weitere Linge mit dazu und auch ein früher Hive hier am Start. Bei Minute 7 wurde der angefangen. Minute 6:30 eigentlich fast schon. Fiends versuchen jetzt hier zu defenden. Allerdings, ja, die Banshees können nach hinten micron. Hedge hat hier schon gutes Damage genommen. Eigentlich eine Banshee ist richtig heftig eingeschlagen. Da reicht hier ein Spucker der Queen, um das Ding zu töten. Zweite Banshee flieht jetzt hier. Da versuchen nochmal Ravager das Ding zu treffen. Eigentlich kein Erfolg hier. Mit dessen baut sich eben Fantasy zu Hause immer weiter auf, hat jetzt hier auch den Supply-Vorsprung. Angst True hat eine große Bank, bin mir nicht sicher, wofür er die einsetzen möchte. Vielleicht ein Ultras, könnte ich mir vorstellen, aber er muss eben die Zeit haben, um bis Ultras zu kommen. Währenddessen jetzt hier paralleles Harassment von einem Drop, Doppeldrop hier in der Mainbase. Währenddessen unten haut die Banshee immer noch drauf. Die warten hier alle Gruschen, das geklärt. Die Ravager Shots treffen nicht das Medivac hier unten. Die Banshee hat ihren Spaß am Gas. Drop wurde geklärt, das Medivac steht hier noch doof rum. Drone Kills waren hier nicht wirklich am Start. 6 Drones, ja, aktuell tot, das hätte auch besser laufen können. Sporecrawler wird jetzt hier umpositioniert gegen die Banshee. Sollte diese auch ein Hit, kann er absetzen. Banshee kurz vorm Tor, 17 HP. Und ja, Terran pusht jetzt hier raus. Hat hier ordentlich Supply gesammelt. True hier mit einer riesen Bank mit 2100 und 1400. Morpht jetzt hier 12 Baninge, hat längst noch kein Baning Speed. Und ja, der Terran Blob ist schon richtig bankstickend. Hat 1-1-2-2 auf dem Weg. Concussive Shells wird rechtzeitig fertig sein. Turn geht in seine vierte. Also, Fantasy setzt jetzt hier einen Parade-Push an. Und das muss True erstmal irgendwie halten. Die Banning ist natürlich hilfreich, aber werden sie reichen ohne Speed? Vor allem ist hier auch kein Creepspread. Das wird jetzt hier richtig, richtig hässlich für True, das zu halten. Fantasy pusht jetzt hier aggressiv vorwärts. Da kommen jetzt die Bandinge. Wird um einen zweiten eingegraben. Angst können hier nichts rausschießen. War zuvor gekillt. Eine wird um einen, trifft um ein paar Dinge. Jetzt geht's hier weiter vorwärts. Ravager Snakes nur noch übrig. Die ganzen Bandinge sind in den Hellbits und Marauden explodiert. Jetzt kommt hier noch ein Trupp von der Seite. Die sind auch in Bandinge gelaufen. Angst auch hier die Marauder tanken sehr viel weg. Eigentlich Stern hier bleibt dominant an beiden Fronten und kann sie hier doch gut durchpushen. Laut die zwei Linge tun auch ihr Bestes, um die Stern-Units abzufarmen. Währenddessen der Rest der Linge wird zurückgedrängt vom Reinforcement des Terraner. Vierte ist hier gefallen und Stern pusht jetzt hier eisern weiter vorne Richtung Dritte. Da kommt nochmal ein großer Bending-Morphin, aber ob der rechtzeitig fertig wird und ob der genügend Schaden anrichten kann. Wird um eins werden hier wunderbar rausgefokust. Eigentlich ist immer noch ein großer Club an Marauder und Marines da. Immer noch kein Bending-Speed. Jetzt geht's hier nochmal drauf für den Zerg. Bendinge rennen hier Richtung Marines. Eigentlich die Marauder schießen davon richtig weg. Jetzt werden die Marauder abgerissen durch die Bendinge. Bendinge versuchen die Marauder voll zu töten. Eigentlich mit Medivacs guten Upgrades. Seit Zeiss noch nicht mal durch. Er hat trotzdem Turn hart hier genügend Masse, um den Zerg nach hinten zu drücken. Jetzt kommen hier nochmal 5 Ullis. Da hat True seine ganze Bank reingedrückt. Allerdings reicht das, um das zu klären. Der Schaden ist schon zu großen Teilen angerichtet hier vom Terraner. Ja, True sieht das jetzt hier auch so. Da werden nochmal 2 Queens aus dem Leben geschossen. Aber True hier hat bereits das GG geworfen und Fantasy mit einem Prügelpush einfach den Zerg niedergestreckt. Das sieht man schon. Alles läuft hier nach vorne. Wenn ein Terran mal Blut schmeckt, dann gibt es kein Halten mehr. Dann geht alles nach vorne, was nur irgendwie aus der Barracks rauskommt. Somit hier 1:0 für den blauen Terraner vom Team Dead Pixels. Ich hoffe, wir sehen noch weitere Spiele. Ich denke, die beiden können sich nochmal richtig gute Clashes um die Ohren geben. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.